Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des kleinen Mädchen-Anfass-Simulators. Nein, natürlich zu einer weiteren Folge Little Nightmares. Ja, in den letzten paar Folgen hatten wir schon eine Menge Spaß mit den Herrn Langfinger-Gnomen gehabt. Nicht. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, falls wir ihn heute nochmal begegnen sollten, dass wir ihn doch bitte irgendwas in seine scheiß Fresse blasen können, damit er endlich weg vom Fenster ist. Der Typ geht mir in letzter Zeit wirklich dermaßen auf den Sack. Naja, ist jetzt auch erstmal egal, ne? Wir machen direkt mal weiter. Wir könnten jetzt die Lore hier entziehen, aber ich sehe jetzt keinen wirklichen Vorteil darin. Naja. So, jetzt hier einmal durch die Tür das fängt da wieder super an. Das unterstreicht mal wieder meine Intelligenz. Ich, glaube, ich weiß, was zu tun ist. So. Wir müssen bestimmt hier diese scheiß Lore dorthin ziehen, damit wir an den Türhenkel kommen. Also macht das Ganze doch Sinn. Entschuldigung, war mein Fehler. So. So, ich will da nicht unbedingt reinlaufen, deswegen einmal kurz hier hinten hin. So, und... ja, so. Einmal rübergeschoben. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier nochmal rüberspringen. Wieder greifen und weiterziehen. So, guck mal, da läuft die Scheiße auch schon. Nein. Nein, das klingt falsch. Die Scheiße sollte nicht laufen. Dann läuft die Sache auch schon. Das klingt, glaube ich, ein bisschen besser. So, jetzt geh da ran, du dummes Ding. Hier. Perfekt. Jetzt, du sollst da hochspringen. Danke. So, einmal ran da durch die Tür. Und es geht weiter. Und ich glaube, da unten ist auch diese tolle Seilbahn, wo die kleinen toten Mädchen dran befördert werden. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Viel erkennt tut man da eh nicht, aber... Alter, es ist einfach so krass, das Spiel, ne? Ohne Scheiß. Das Gruselige finde ich ja wirklich daran, ne? Es sieht eben halt aus wie so ein Kinderspiel, wie so ein ganz harmloses Spiel. Aber die Inhalte sind teilweise wirklich so extrem krass, finde ich. So. Wo sind wir hier überhaupt, ne? Wo sind wir hier? Hier sind überall so Rohre und so. Ich bin gerade ein bisschen am Rätseln. Ein Spalt. Ein Spalt, der sehr spaltig aussieht. Das finde ich sehr schön. Kann man machen. Nein! Oh nö. Na, ist das jetzt dein Ernst? Ich habe eben noch von dem gelabert. Ne? Und dann... so wieder echt zum... es ist doch wirklich echt... Bitte, können wir nicht einfach seine scheiß Hände irgendwie abtrennen? Dann nervt er nicht mehr. Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, wir müssen das gerade mal ein bisschen abtimen. Warte mal. Ich warte mal, bis er wieder mit der Hand da oben rumgrabbelt. So. Perfekt. Dann gehen wir hier mal weiter. Eine Ratte. Die bringt bestimmt Glück. Oh, nö. Nein. Lauf und durch hier. Oh Mann. Und was wollen wir jetzt machen? Entschuldigung, daher könnten Sie mal mit Ihrer... Was? Was war das denn? Was war das denn für ein Jedi-Move? Ich finde es ja immer witzig, wie unsere Spielfigur von den Händen mal so angezogen wird, als ob die wirklich so voll den Macht-Move drauf hätten, wisst ihr? Was sollen wir denn machen? Warte mal, ich gehe hier nochmal ganz kurz rauf. Müssen wir jetzt irgendwie ausweichen und einfach so ein bisschen warten, oder... Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir einfach jetzt ein bisschen warten müssen, bis das Teil da kaputt geht. Was die Tür da gerade... Nee. Was die Tür da gerade oben hält. Oder warte. Ich glaube, warte. Jetzt habe ich es, glaube ich. Nee, geh mit deiner dreckigen Hand weg. Danke sehr. Ist schon krass, wie er die Dinger dehnen kann, ne? Was? Nein! Oh. Ich habe versucht, die ganze Zeit hier ein bisschen auszuweichen. Ich glaube, wir müssen diesen kleinen Käfig da kaputt machen.
Also ich gehe davon jetzt einfach mal aus. Wir müssen das jetzt natürlich ein bisschen timen. Oder darauf achten, wann wir das machen müssen. So, warte mal. Ich gehe nochmal kurz hier hoch. Lass sie nochmal ein bisschen fummeln. Und jetzt springe ich hier einmal rüber. Pass mal auf. Einmal hier rauf. Jetzt grabbelt er da wieder. Jetzt könnten wir eigentlich tatsächlich... Wenn er nicht gerade... Oha. Aber es hat noch nicht so viel gebracht. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Das ist schon mal sehr gut. So, warte. Nochmal dasselbe Spiel. Ich warte kurz. Jetzt kommt er mit der Hand langsam wieder hier hoch. Wir gehen hier hin. Jetzt, komm. Zieh. Ja! Haben wir ihn gerade wirklich... Okay, das ist eklig. Das ist wirklich... wie die Dinger. Oh. Wie, habt ihr das gesehen, wie sie die Hand noch bewegt hat? Kann ich die ziehen? Alter, wir haben ihm die Arme abgetrennt. Gönn dir. Das war vorhin ein Witz gewesen, mit Arme abtrennen. Liebes Spiel, bitte nimm meine Worte nicht immer so wörtlich. Ja, das... warte mal, können wir hier vielleicht... Warte mal. Oh, sie halten Händchen. Ist das süß. Guck mal. Ja, warte mal. Jo. Diese Schlabberfinger. Guck dir das mal an. Da sind ja noch nicht mal Knochen drin. Das ist einfach nur so... Wir sehen hier gerade das... das Paarungsritual zweier Fingerschlangen. Eine seltene Gattung der Art der Schlangen. Sie können gut fingern. Gut. Oh, mein Alter. Okay, er hat keine Arme mehr. Ich glaube, wir sind ihn los. Also, warte mal, ganz kurz bei ihm. Hat der jetzt zwei Behindertenscheine? Ich meine, er ist blind und er hat keine Arme mehr. Gibt es überhaupt einen Behindertenschein für, wenn man keine Arme hat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann es mir jemand in den Kommentaren verraten. Naja. Auf jeden Fall, ohne seine Arme gibt es auf jeden Fall weniger Gefinger. Das ist schon mal sehr gut. So, und wir sind jetzt hier in diesem Schacht. Und es geht weiter. So, einmal hier die Leiter hoch. Alter, der mal ohne Scheiß, ne? Der guten Six, der muss doch so unglaublich kalt sein. Ich meine, die trägt ja nur ein Unterhöschen drunter und einen Regenmantel. Und es sieht nicht gerade warm hier aus. Kann ich hier mitfahren? Ich will. Geil. Ey, geil. Wie cool ist das denn? Wir können hier tatsächlich mitfahren und... Oh. Warte mal. Das ist ein Tatort. Den muss ich erstmal untersuchen. Okay, pass mal auf. Wir haben hier auf jeden Fall... Alter. Da sind ja auch die kleinen toten Mädchen drin, ne? Hier wurde auf jeden Fall eins von denen fallen gelassen. Und wir haben hier ein erstes Beweisstück. Einen roten Schuh. War ApoRed hier gewesen? Ist er der Übeltäter? Man weiß es nicht. Aber ich habe einen starken Verdacht. Warum tauchen rote Schuhe immer wieder in Horrorgames auf? Warum? Ich bin mir sicher, ApoRed hat damit was zu tun. So. Warte mal, ich schnappe mir nochmal ganz kurz einen Haken. Wo der uns wohl hinführen mag, das würde mich ja mal interessieren. Vor allen Dingen, wir haben auch kein wirkliches Ziel, ne? Wir wissen nicht, wo wir hinwollen. Wir sind ja einfach nur... irgendwo aufgewacht. Oh, scheiße. Oh, nein. Ich ahne Schlimmes. Was?
Was? Wirklich? Wirklich? Ein riesiger Leichenberg? Oh, guckt. Was ist denn jetzt los? Oh, hat sie schon wieder Hunger, dein Ernst? Was ich gerade nochmal kurz sagen wollte, wir haben ja kein wirkliches Ziel und so. Wir haben keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich denke, das weiß nur die gute Six. Oh nein, wir haben schon wieder Hunger. Ich sag jetzt nicht, wir müssen eine von diesen Säcken aufmachen und dann... Hier, friss die Ratte. Die schmeckt bestimmt gut. Oh, Alter, nein. Was? Wie viel die immer fressen muss, ne? Ist ja auch immer krass. Ich würde ja ganz gerne mal die ganzen Todessequenzen ausprobieren, ne? Achso, die Mausefalle. Okay, die ist schon zu. Alles klar, ich dachte, die wäre noch offen. Und wir brauchen was zu essen, liebe Freunde. Wir brauchen was zu essen. Nur wo... Ja. Nein. Nein. Alter, das ist doch jetzt nicht wirklich dein Ernst. Das war ein Witz gewesen mit der Ratte. Du sollst keine Ratten essen. Sollen wir jetzt wirklich die... Was ist das für ein Spiel, Alter? Was ist das für ein Spiel, Alter? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Junge, die ist da am Verrecken, ne? Klemmt mit ihrem scheiß Nacken in so einer scheiß Rattenfalle drin, ne? Und sie hat Hunger. Wir sollen jetzt nicht ernsthaft eine Ratte bei lebendigem Leibe fressen, oder? Alter, komm, wir bringen es hinter uns. Wir bringen es hinter uns. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Das... Oh, 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 Alter. Was ist das? What the fuck? Alter, abgetrennte Arme? Eine scheiß Ratte bei lebendigem Leib gefressen? Die vorher noch qualvoll in einer Falle hing? Was ist hier los, Alter? Achso, ich habe die Bergen von Mädchenleichen vergessen. Entschuldigung. Boah. Und sie steht da einfach so, ach... Ah, mir geht's jetzt viel besser. Ach, jetzt bin ich endlich satt. Wie schön für dich. Six, wow, du hast es echt drauf. Alter, Finne, ey. Was ist das? Ab wie vielen Jahren ist das Spiel nochmal? Ich muss echt nochmal gucken. Das würde mich echt mal interessieren, du. Also mindestens 16 würde ich mal behaupten. Ganz ehrlich, bei dem Inhalt... So, ich wette, wir müssen... Jo, wir müssen das so machen. Da habe ich... Ich habe das Brett gesehen, ne? Ich habe sofort... Da hat sofort Klick bei mir in meiner geilen Hauptschulerbirne gemacht. Da, ich wusste sofort, was abgeht. Ne? So. Das Blut auf dem Boden. Warum ist da Blut auf dem Boden? Und ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, wir erinnern uns noch mal kurz zurück an den netten Koch. An den netten Koch, den wir eben gesehen haben. Ich weiß, dass es ein Koch ist, weil den sieht man auf zahlreichen Titelbildern. Deswegen, den kennt man auch schon aus Trailern und so. Deswegen weiß ich, dass es ein Koch ist. Und wohl auch unser nächster... Was passiert hier gerade? Ich bin hier zwischen den Türen eingequetscht. So. Tobias, 18 Jahre alt, steckt hin und wieder mal in Türen fest. Und ich wette, hier läuft gleich bestimmt jemand lang, ne? Und ich höre da schon jemand seine Messer schleifen. Da macht jemand seine Klingen bereit. So, pass mal auf, das Teil müssen wir jetzt erstmal hier hinschieben. Ist zum Glück auch überhaupt nicht laut oder so. Das Gequietsche. Das hört man nicht. Der Hausmeister wäre schon längst wieder da. Wobei, was mich auch interessieren würde, lebt er eigentlich noch? Der könnte ja eigentlich noch leben. Wir haben ihn ja noch schreien gehört. Der kommt da bestimmt mit so Cyborg-Arm nochmal an. Gott. Ich hab eine Mohrrübe. Cool. So, wir wollen... Warte mal, wir wollen ja hier ein bisschen aufräumen, ne? Wir wollen ja... So, das muss ja hier alles schön sauber und ordentlich sein in der Küche. So, das kann ich nicht... Oh, cool. Das finde ich auch cool, diese ganzen Details. Guck mal, wenn du auf Schwamm rumhüpfst. Wie cool ist das bitte? Boing, boing, boing.
Boing. Okay, pass auf, ihr merkt schon, ich versuche irgendwie Zeit zu schinden. Wir machen weiter.